Guten Tag. Liebe Avatarinnen und Avatare, sehr geehrte Damen und auch Herren, ich habe jetzt das Spiel. Und ich würde sagen, kauft ihr das bitte auch und sie natürlich auch, weil ich meine, wir alle nehmen im Kapitalismus. Ja, und wenn es dann aber halt so ein Spiel gibt, und dann sollte man das noch auch kaufen. Ja? Also, das Spiel kaufen, nicht wahr? Weil Kapitalismus, Spiel vorhanden, nicht kaufen, passt nicht. So. Oder falls jetzt das noch nicht ganz verständlich war, man kann es auch unter der artikulatorischen Perspektive und auf dem Niveau eines puren hedonistischen Ansatzes deklarieren. Nicht wahr? Meine ich jedenfalls, weil das Spiel ist gut und lehrreich und unterhaltsam und all diese Dinge, ja, es ist gut. Und wenn es den Marktmechanismen entspricht, ja, dann reiben sich viele Menschen die Hände. Und, aber, und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon ankündigte, zu der großen Perspektive, kommen wir jetzt, und zwar fast automatisch, weil wenn dieses Spiel zu genügend Händereiben führt, dann könnte es, wird es, wage ich zu behaupten, ein weiteres ähnliches Spiel geben, wo dann zumindest die Chance besteht und vielleicht gar keine geringe, dass dieses zweite Spiel ebenfalls gut, lehrreich, hilfreich und vor allem eben skurril an die Sand ist, beziehungsweise sein wird, und wenn alle mitmachen, auch gewesen sein wird. Doch ich denke, ich will nicht zu weitschweifig werden und hoffe, dass mir dieser Einsatz, diese Werbung, diese Schleichwerbung irgendwie von irgendwem mal vergolten wird. Ich meine ja nur, es muss ja auch nicht sein, aber wäre natürlich schön, nicht? Aber muss auch nicht sein und eigentlich ist es auch egal, ne? Weil ich habe hier das Spiel, ne? Und so, jetzt ist aber gut, ne? Und jetzt überlegt mal, ne? Und natürlich Kommerz, Konsum, all das. Aber immerhin, ne, was machen andere? Was machen andere? Die schauen in die Röhre, weil sie kein Spiel haben, oder ins Fernglas, das ist gar nicht so verkehrt, oder eben in den Televisionsautomaten,
Frührohrfernseher. Ja, dann schauen Sie hinein, der schaut aber nicht zurück, sondern er spult einfach sein Programm ab. Und selbst, wenn man eine selbst gekaufte DVD einlegt in den zugehörigen DVD oder DVD und Blu-ray Player, wenn man das tut, spult sich da etwas ab. Es kommt woher, es geht hinein und nichts geschieht. Und hier, da kann man punkten und klicken oder point and click. Ja? Und man kann auch mal Pause machen und wieder weitermachen oder von vorne. Und man kann selbst aktiv werden, nicht wahr? Immerhin. Nur in spielerischer Form, aber ist nicht alles oder doch. Weil mir vieles nicht irgendwo eine Art Spiel und darin kann man sich ja jetzt auch einüben dadurch und ja. Habe ich auch schon mal meine habe ich selbst gemacht übrigens. Ne? Aber ist ja egal jetzt. Wie gesagt, ich wollte euch nicht zu lange aufhalten und ihr könnt ja mal überlegen, ne? Die Entscheidung bleibt selbstverständlich bei Ihnen, bei euch. Und jetzt wünsche ich mal alles Gute in allen Welten. See you.